Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf Midi Benny Channel. Wir kümmern uns heute um das Kontraband-Thema. Ja, Kontraband, das Schmuggelware. Wir kümmern uns um das Achievement. Schmuggle erfolgreich Schmuggelware. Das Schmuggelthema funktioniert einfacher, als uns das Spiel glauben machen will, wie man an solchen Mitteilungen hier auch ganz gut sehen kann. Das Video richtet sich an all jene, die die Crimson Fleet durchgespielt haben und die andere Seite gewählt haben. Ja, und denken, sie müssten jetzt ganz viele Perks auf irgendwelche Schiffsbilder-Sachen setzen. Das Ganze ist viel, viel einfacher und das zeige ich euch hier im Video alles. Über die Crimson Fleet Storyline müssen wir bereits unser Schiff mit solchen Voraussetzungen ausstatten. Das sieht man hier. Du musst nur ein Verteilernetzmodul bauen und in deinem Schiff installieren. Oh, und wenn du es noch nicht getan hast, musst du auch das Comspike-Modul installieren. Wir sollen für einen Crimson Fleet-Auftrag zwei Teile anbringen an unserem Schiff. Dadurch können wir weniger gescannt werden. Oder unsere Schmuggelware wird dann nicht gefunden beim Scannen des Schiffes. Und ja, das kann man auch alles machen, ohne irgendwelche Perks auf Schiffdesign zu setzen. Das passiert Storyline und dann hast du eigentlich schon die Voraussetzungen oder ein Schiff, womit du das Achievement freischalten kannst. Falls du das Ganze verpasst hast, werde ich dir hier noch viele weitere Möglichkeiten zeigen. Was machst du denn hier? Du hast schon genug angerichtet. Den Schiffsbilder, den wir eben gesehen haben, der funktioniert über Jazz und sie hat ganz viele Sachen im Angebot, worüber wir auch schmuggeln können. Wenn wir die Crimson Fleet vernichtet haben, haben wir trotzdem noch diese ganzen Möglichkeiten hier, um dieses Achievement freizuschalten. Eine Möglichkeit ist eben die Mantis-Mission. Die kann man sehr früh auslösen oder man findet ein Log und kann sie sehr früh im Spiel auch schon spielen. Ich persönlich habe sie schon mit Level 8 gespielt. Das war dann auch schon eine große Herausforderung, weil viele Gegner da sind. Ja, da wäre es schon schön, wenn man ein paar Fähigkeiten hat. Also ich persönlich habe mich um die Schmuggelware erstmal überhaupt gar nicht gekümmert im Spiel und hatte eigentlich auch schon die Voraussetzung dafür, weil wie gesagt, ich habe die Mantis-Mission sehr früh gespielt und hatte schon so ein Raumschiff. Das verstaubte so, weil ich andere Raumschiffe ja geflogen bin. Ja, wir sehen hier so einen kleinen Zusammenschnitt von der Mantis-Mission. Du findest irgendwo dieses Log, dann wird es ausgelöst. Du fliegst auf den Planeten und musst dich erstmal durch allerhand Spacer kämpfen. Also viele lange Tunnel und ja, da ist richtig was los. Du hast so viele getötet. Ich habe keine Chance gegen dich. Bei Livy ist es so, dass du aufpassen musst, dass du die nicht umbringst, weil also ich habe den beim ersten Playthrough ja, gefunden, beim zweiten habe ich ihn einfach niedergemetzelt und habe gar nicht gewusst, dass ich ihn getötet habe. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, diese Ausrüstung bekommen wir noch. Und da hinten steht auch schon das erste Raumschiff und das bekommen wir, wenn wir die Mantis-Mission durchspielen. Und das schauen wir uns gleich an. Hat schon die Fähigkeit, Schmuggelware zu transportieren, ohne dass wir entdeckt werden. Wobei 160 Abschirmkapazität, da müssen wir immer hinschauen. Das ist das Entscheidende, wenn wir ein Raumschiff uns besorgen zum Schmuggeln. Es muss da eine Abschirmkapazität haben. Und 160 ist nicht das Beste. Dann wird das berechnet nach einer Prozentzahl, einer Wahrscheinlichkeit. Da musst du vorher speichern und gucken, dass du dann das irgendwie schaffst. Der Scan wird immer dann ausgelöst, wenn wir einen Planeten oder irgendwas ansteuern im Freestar Collective. Okay, wir haben eine Möglichkeit gehabt mit der Mantis-Mission. Da haben wir eine Abschirmkapazität von 160 gehabt. Gibt es ganz Anfang im Spiel. Wir haben auch noch die Möglichkeit, natürlich Schiffe zu kapern oder zu stehlen. Das zeige ich euch jetzt hier im Video. Hier kaperte ich gerade ein Schiff. Dazu muss ich die Crew ausschalten.
Und manchmal ist es so, dass man da auch ein Schiff mitbekommt, ja, das auch wirklich gute Abschirmkapazitäten hat. Und hier habe ich ein Schiff gekapert. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Schiffe gewesen. Die habe ich zusammengeschnitten. Ja, das habe ich gekapert. Und wenn man jetzt ein Schiff kapert, kann man das in die Heimatflotte zufügen. Und die Crimson Fleet White 2, die hat eine Abschirmkapazität von 190. Also wenn du ein Schiff kapern willst oder so und dir, ja, randommäßig fliegt das irgendwie vor der Nase rum, hol dir das Schiff. Also 190 ist über den Standard und schon richtig gut. Mit 190 hast du eine gute Wahrscheinlichkeit, den Scan zu passieren. Und das Schiff habe ich hier so in der Gegend gekapert. Und neben dem Kapern kommen wir jetzt hier zu einem Schiff. Abschirmkapazität wieder 160. Das ist selten, aber es passiert hin und wieder mal. Können wir ein Schiff mit der Abschirmkapazität auch kaufen? Weg mit der Waffe. Ein kleiner Missverständnis. Da gibt es einen Schiffhändler, der verkauft auch Schiffe. Und ja, wenn du was mit Schmuggelware haben willst, dann musst du halt Händler aufsuchen, die dem legalen Weg nicht so ganz zugänglich sind, sondern auch mal so einen kleinen Hang zum Illegalen haben. Und das ist bei Red Miles der Fall. Und dort habe ich dieses Handelsschiff gekauft. Ohne die Crimson Fleets bekommen wir ein Schiff mit der Abschirmkapazität über die Mantis-Mission. Wir können Schiffe kapern mit der Abschirmkapazität. Wir können welche kaufen mit Glück. Aber wir bekommen auch sowieso über die Hauptstory die Guardian. Und die hat eine Abschirmkapazität von 150. Sowohl bei der Guardians 1 als auch bei der 6. Nachdem wir die Schiffe erstmal geklärt haben, müssen wir erstmal wissen, was können wir denn überhaupt schmuggeln? Und was wird als Schmuggelware deklariert? Und das sehen wir hier. Wir haben einmal gestohlene Kunst. Dann haben wir Koffer, die so aussehen. Und das sind Schwarzmarkt-Antiquitäten. Dann gibt es noch biogenetisches Material. Das sieht man auch auf dem Koffer. Das ist entnommene Organe. Ich werde nachher noch weitere zeigen, aber erstmal bis dahin und natürlich Aurora. Und Aurora können wir auch beliebig selber herstellen. Da zeige ich euch nochmal die fischige Geschäfte-Mission. Dafür müssen wir nach Neon Navoli reisen. Willkommen bei Xenofresh Fisheries. Dann bist du hier genau richtig. Xenofresh ist immer auf der Suche nach neuen Leuten. Wir können uns bei Xenofresh bewerben und wir müssen Aurora dort herstellen. Das ist unsere Aufgabe. Wir arbeiten in der Fabrik. Du hast dich neu beworben? Riley? Du hast den Job also bei Argos gelernt. Nicht übel. Wir müssen bei Xenofresh in der Fabrik einige Schichten absolvieren und dieses Aurora herstellen. Und am Ende der Mission müssen wir noch ein bisschen weiter spielen, noch ein paar Chargen herstellen und dann bekommen wir die Belohnung am erweiterten Ende. Und ja, das mache ich hier und das zeige ich kurz so umrissen. Kriegt nie genug. Unsere Kunden sind so heiß darauf. Das ist jetzt das erweiterte Ende bei Yannix und dort bekommen wir als Belohnung das Rezept und dann können wir jetzt beliebig Aurora zum Schmuggeln herstellen. Insgesamt die einfachste Methode zusammen mit dem Mantelschiff, um das Achievement oder den Erfolg auszulösen. Wir machen das Ganze allerdings nicht nur, um unseren Erfolg auszulösen, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit im Wolf-System den Bau aufzusuchen und da können wir immer unsere Schmuggelware verkaufen und wenn wir da andocken, dann sind wir nicht im Freestar Collective, also wir können da immer hinreisen und erstmal gucken, ob wir unsere Schmuggelware verkaufen können für viel Geld. Allerdings, was er auszahlt dafür, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie wir unsere Perks bei Handel setzen. Sind die Perks also nicht gesetzt, verdienen wir eigentlich auch nicht so viel Geld und deswegen mache ich das immer so, dass ich hier meine ganzen gestohlenen Kunst und Krams und Sachen in die Ecke schmeiße bei ihm. Das zeige ich aber nachher. Jetzt habe ich einen Kunstgegenstand geschmuggelt und dann aus der Ecke wieder abgeholt. Und jetzt schauen wir mal, wo wird das gelagert. Also es gibt ja den Frachtraum des Kapitäns und meinen Frachtraum.
Es ist nicht, wie die Message am Anfang des Videos beschreibt. Es liegt einfach ganz normal in deinem Frachtraum drin, unter Sonstiges meistens, außer Aurora, das liegt unter Medizin. Da guckst du also als erstes nach, wenn du nach geschmuggelter Ware suchst. Manchmal hebt man die ja auch aus Versehen auf und dann will man gucken, ob man was dabei hat. Ja, also im Frachtraum ganz normal. Es gibt also nicht noch einen separaten dritten Frachtraum für geschmuggelte Ware, wenn man das COM-System anbaut. Wir haben also beim Bau irgendwelche geschmuggelte Ware in die Ecke geschmissen, zwischengelagert, uns das jetzt nach Belieben abgeholt und reisen jetzt in einen Freestyle Collective kontrollierten Bereich. Das ist zum Beispiel Alpha Centauri und da reise ich jetzt auch hin. Ich habe mir die geschmuggelte Ware im Frachtraum reingelegt und jetzt schauen wir, was passiert. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Jetzt wird mein Raumschiff gescannt. Das Raumschiff, was ich hier gerade benutze, hat eine Abschirmkapazität von 190. Viel Spaß in New Atlantis. Und am besten machst du vorher noch einen Safe-Punkt. Also wenn du jetzt nicht in den Knast rein willst oder irgendwelche Gelder bezahlen willst, dann machst du besser nochmal einen Safe-Punkt vorher. Und dann, wenn du das passiert hast, dann kannst du beliebig auch deine Schmuggelware zum Beispiel in deinem Haus auf Jemison zwischenlagern. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vorteil für dich bringt, aber insgesamt kann man das dann einfach machen, im Freestyle Collective seine Schmuggelware zu lagern. Also hier ist dann ja auch die Kiste in der Loge, die unendlich Fassungsvermögen hat. Da tue ich immer meine Sachen rein. Und da sieht man jetzt auch die gestohlene Kunst dazwischen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was gibt es sonst noch für Schmuggelware, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Da gibt es die oder den KI-Bewusstseinsadapter, der ist dann in solchen Koffern drin. Die habe ich jetzt hier abgelegt, so in die Ecke zwischengeparkt, weil das Vorteil darauf ist, wenn man jetzt zum Beispiel seine Perks auf Handel und sowas alles noch nicht so ausgebildet hat, dann kann man die da erstmal ganz entspannt zwischenparken und in die Ecke schmeißen. Dann gibt es noch von Zeno einen Koffer, der sieht so aus. Aber wenn du verifizierbare Informationen hast, bin ich ganz ohr. Und dann? Zeige ich dir jetzt einen Ort, und zwar das Nest. Das findest du auf Jaffa oder im Jaffa-System und wir reisen speziell nach Jaffa 4. Das ist ein Ort, wo man besonders viel Schmuggelware finden kann. Das Nest ist so eine illegale Basis und da findest du ganz viel Stuff. Nicht nur Schmuggelware, auch Credits und Waffen und da hast du auch einen Obermods-Pirat, wo du dann randommäßig Reload auch guten Stuff looten kannst. Allerdings ist das auch ein Ort, wo du dich deiner Haut auch erwehren müssen kannst und so. Das heißt, es wäre schon schön, wenn du ein paar Perks gesetzt hast, auch auf sehr einfach. Also, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich schneide euch alles, was ich hier mal gelootet habe, zusammen. Wir sehen hier einiges an Gameplay, damit du sehen kannst, dass die ganze Basis auch gut umkämpft ist. Wir brauchen einige Digi-Dietriche. Am besten machst du den Computer. Oder du löst die Aufgabe am Computer, indem alle Türen geöffnet werden. Mit dem Digi-Dietrich, da sparst du ein paar. Und dann hast du hier Aurora. Viel Geld, viele Credits, die du einsammeln kannst. Dann haben wir auch die gestohlenen Waren und Kunst. Das zeige ich dir gleich nochmal. Oder einfacher ausgedrückt, einfach Schmuggelware. Ja, wieder viele Kämpfe. Also jeder Gang ist gut bewacht von Spacern. Und am besten geht das Ganze natürlich zu looten, wenn du schon mal die Hauptstory durchgerusht hast und deine Kräfte aufs Maximale gebracht hast.
Dann hast du nämlich die Möglichkeit, die Leute durch verschiedene Attacken auszuschalten. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel Eis. Da wird ein leerer kosmischer Raum erzeugt, in dem die eisige Kälte vorherrscht. Und damit schalte ich die Gegner alle aus. Allerdings passiert auch manchmal sowas hier. Hast du gesehen, warum ich hier gestorben bin? Also ich habe nichts gesehen, aber es gibt halt solche Überraschungsmomente da in der Basis. Wer oft zwischenspeichert, ist sehr im Vorteil. Und hier sehen wir so eine Special-Truhe. Also es gibt verschiedene Fraktionen, bestimmte Special-Truhen. Und die, die ich jetzt hier gezeigt habe, das ist eine, wo immer geschmuggelte oder gestohlene oder sonstige Waren drin liegen. Auch mehrere auf einmal. Es gibt sowas von der Gale Bank. Da muss man bei der Crimson Fleet die Gale Bank Mission machen. Danach sind andere Truhen da, die geben einen allerdings Geld. Und hier ist, wie gesagt, Schmuggelware drin. Hier haben wir wieder einen Schwarzmarkt-Antiquitäten-Koffer gefunden. Ja, also wenn du dann Handel und später alles super hochgeskillt hast oder so, kannst du damit viel, viel Geld verdienen. Wenn du das noch nicht hast und hier irgendwie gelandet bist, dann kannst du, wie gesagt, beim Bau die Sachen erstmal in der Ecke zwischenlagern, in die Ecke reinwerfen, damit dein Raumschiff sauber bleibt. Also schalte ich weitere Spacer-Piraten ohne dass es Eclipse seltener aus. Oh, ich habe euch was Falsches gesagt. Das sind keine Spacer, sondern Eclipse-Fraktion. Die Rare-Stuff-Kiste ist hier natürlich auch angebracht. Da gibt es natürlich immer wieder irgendwas Besonderes rauszuholen. Und sehr viel Munition und Waffen. Also ist ein schöner Ort. Und als Bonus gibt es noch ein Raumschiff obendrauf, was wir kapern können. Ja, das mache ich jetzt hier auch. Das ist meistens, glaube ich, ein A- oder B-Schiff. Also das ist noch nicht so das, was man selber benutzen würde wollen. Aber man kann es auch registrieren und dann verkaufen. Aber man muss es, wie gesagt, erstmal registrieren und das kostet auch erstmal ordentlich Asche. Also ein paar Credits kriegst du als Bonus auch daraus. Aber wie gesagt, naja, ist auf jeden Fall ein Raumschiff, was man erstmal kapern kann, was aber auch gut umkämpft ist. Ja, das war es erstmal, das Contraband Achievement. Ich fand es total gut, das zu machen, weil es ganz viele Sachen streift. Von Xenofresh bis zu Mantis Mission, bis zu Handel, bis zu Red Miles. Und also das ist ein Thema, was ganz viel abhandelt. Und ja, deswegen habe ich das jetzt hier auch ziemlich früh gemacht. Für mich selber war es das vorletzte Achievement, was ich freigeschaltet habe. Und ich hatte die Crimson Fleet total vernichtet, sodass ich keinen Zugang zu Jazz hatte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier auf der wundervollen Plattform von Google YouTube. Bis dann. Tschüss. Hier gibt es viel zu stöbern.